herzlich willkommen bei Gius Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocciumauro. Heute haben wir einen wunderbaren Gast zu Besuch, und zwar die Jasmin Grabowski. Hi erstmal, Jasmin. Hi, ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Ja, wir freuen uns, dass du da bist, und natürlich ja. Ein Podcast ohne Giovanna ist kein richtiger Podcast. Wir begrüßen natürlich auch Giovanna. Buenos dias, amigos muchachos. Danke, Jasmin, dass du uns beehrst heute. Ja, sehr, sehr gerne doch. Genau, ja, also ich glaube, zu Jasmin gibt es sehr viele Sachen zu erzählen, unheimlich viele Erfolge über ja quasi mehr als eine Dekade deutsche Nationalmannschaft, super viele Titel national, international geholt. Das werden wir auch gleich nochmal so ein bisschen im Podcast und in dieser Folge alles besprechen, aber ich glaube, am interessantesten wäre es, wenn du dich mal kurz vielleicht selbst vorstellst, ja, wie du zum Judo gekommen bist, ja, was du sonst so machst und ja, wie du Giovanna vielleicht kennengelernt hast. Hallo erstmal, mein Name ist Jasmin Grabowski, nein Spaß, also bin ja mittlerweile jetzt schon lange Jahre Teil der Nationalmannschaft gewesen. Ich habe ganz klein mit Judo damals angefangen. Mein Papa hat mich damals einfach mal mit in die Halle genommen, weil ich schon immer so ein Papakind war und fand es irgendwie cool und wollte es dann auch selber mal ausprobieren, und dann kam irgendwann eins zum anderen und ja, jetzt bin ich da, wo ich heute bin. Mittlerweile habe ich ja meine aktive Karriere beendet, bin quasi jetzt mitten in meinem zweiten Berufsweg, stecke in der Ausbildung zur Physiotherapeutin, bin auch letztes Jahr dann von Köln weggezogen in die Nähe von Duisburg, weil das für mich fahrtechnisch ein bisschen mehr Sinn macht, gerade auch mit meiner Frau zusammen, die hier in der Nähe eine Stelle an der Schule hat, ja, und genieße jetzt quasi den ersten Teil meiner Rente. Frührente. Ja, schön wär's. Das wäre echt krass. Ja, damit hast du uns die erste Frage schon so ein bisschen abgenommen, sage ich mal. Warum hast du mit dem Judo genau angefangen? Beziehungsweise du kannst ja noch ein bisschen, du hast ja gesagt, dein Vater hat dich mitgenommen. Gab es irgendwas Spezielles, wo du dann gesagt hast, so, boah, das hat mich am Judo gecatcht, deswegen bin ich da geblieben? Also ich fand es irgendwie cool, was mein Papa damals gemacht hat. Und wie gesagt, wollte es halt dann, wie man als Kind dann so ist, ich war 5, dann auch mal selber ausprobieren. Und es war halt irgendwie schon damals ganz cool. Man konnte andere Kinder einfach mal werfen und war nicht so schlimm, wenn die mal hingefallen sind. Nicht so wie auf dem Schulhof, wenn man mal wen anders geschubst hat oder so. Naja, so eine jetzt nicht, aber ich war jetzt auch kein Kind von Unschuld. Also nein, und es war dann, also es hat sich dann auch irgendwann rausgestellt, dass meine Talente für andere Sportarten, sagen wir einfach mal, nicht so groß waren. Und mir hat Judo schon immer irgendwie Spaß gemacht und ich bin dann auch dabei geblieben und habe dann auch irgendwann selber gemerkt, okay, also ich habe schon noch irgendwo ein gewisses Talent dafür und ein Gefühl dafür. Und wenn es mir nicht so viel Spaß gemacht hätte, wäre ich ja jetzt auch nicht so viele Jahre dabei geblieben. Ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, wo du gerade erwähnt hast, Talent zu anderen Sportarten. Also ich weiß noch ganz genau, wo wir beim Condi-Camp waren. Wo war das 2021, wo wir diese koordinativen Aufgaben hatten? Und du hast da ja so krass rasiert mit deinem Team. Du hast diese koordinativen Aufgaben, da diese Bälle werfen. Das und das alles. Hier, das Bälle werfen und Ringe werfen. Ja, das ging dann ganz gut. Aber ich glaube, das hat sich einfach über so motorische Fähigkeiten während meiner langen Karriere entwickelt. Aber ich erinnere mich auch noch an jemanden, der in so einem Kanu saß und sich einfach im Kreis gedreht hat, den ich dann da wegholen musste. Ich war so sauer. Sei froh, dass du nicht ins Wasser gefallen bist, sonst hättest du sie noch wegschwimmen müssen und retten müssen. Naja, also ja, ich habe sie irgendwann mit meinem Kanu einfach abgeschleppt, aber das war schon sehr witzig. Da bin ich einmal richtig sauer gewesen und auch bei diesen koordinativen Übungen. Aber bei dem Kanu waren wir zusammen in einem Team. Ja. Oder? Ja, da waren wir zusammen in einem Team, ne? Da waren wir in einem Team. Oh, das war so brutal, ey. Mhm. Waren wir Rainbow Power. Ja. Das war sehr witzig. Ja. Bis aufs Kanu fahren. Ja, für mich war es dann schon irgendwann witzig, nachdem du da verzweifelt versucht hast, wegzukommen. Ey. Ja, Luigi, kein Kanu fahren mit mir, bitte. Nee, auf keinen Fall, das hatte ich auch nicht vorgehabt, aber vielleicht um an die Frage, die Giovanna jetzt nochmal angeknüpft hat, ich meine, dass ich am Anfang, als ich recherchiert habe, rausgefunden habe, dass sein Vater auch Judo gemacht hat. Ist das
Richtig? Ja. Okay, super. Das ist richtig. Dann ist da ja wahrscheinlich so ein bisschen dieses Fable auch hergekommen und ist nicht einfach, ja, was gibt es denn so hier im Verein, in den Sparten in der Nähe, sondern dann schon zielgenau eigentlich zum Judo gegangen. Naja, also mein Papa war früher in seiner Jugend Speerwerfer, also da wäre, es wäre auch irgendwie nahegelegen gewesen, also ich war da jetzt in der Schule auch einfach dadurch, dass ich viel Kraft hatte, nicht schlecht, was so Wurfdisziplinen anging, aber das wäre halt auch irgendwo in der Wiege gelegen, das Talent, aber das Judo hat mir dann doch mehr Spaß gemacht. Ja. Verstehe ich. Genau. Nee, ja, du warst ja, hast ja, sag ich mal, ein bisschen Understatement gerade betrieben, von wegen ja so ein bisschen Talent hast du dann dafür entdeckt beim Judo. Im Endeffekt bist du ja schon sehr, sehr jung, sehr früh auch ja international unterwegs gewesen und auch national, dass du quasi in der U17, U20 ja Medaillen auf deutschen Meisterschaften gleich auch geholt hast und auch ja noch im Juniorenbereich schon, ich sag mal, in den im Seniorenbereich auch Medaillen auf deutschen Meisterschaften schon gesammelt hast. Wie hast du das geschafft, auf diesem Niveau so lange und so konstant auch zu bleiben und durch, vor allem auch durch die Jugend? Weil man kennt ja häufig so Leute, die sind U14, U17 extrem stark und dann irgendwie diesen Transfer in den Seniorenbereich kriegen die nicht hin. Wie war das bei dir? Ja, bei mir, also ich muss echt sagen, am Anfang habe ich mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Es war dann so, naja, ich habe mich dann halt qualifiziert für meine erste deutsche Meisterschaft damals. Das war noch in Halle an der Saale 2005 in der U17, da war ich erstes Jahr. Da gab es dann auch noch Riesendiskussionen damals, das weiß ich auch noch, wo dann die Altersklassen das erste Mal umgestellt wurden, wo die Jahrgänge neu eingeteilt wurden und ich war dann in Anführungszeichen so ein Opfer, was dann das letzte Jahr ja U15 bzw. U16 dann damals geraubt wurde und dann in der U17 direkt war. Und ich habe dann am Anfang einfach gekämpft und habe mir da nie viel Gedanken drüber gemacht. Und dann kam so die erste Einladung für einen Lehrgang. Das ist auch ein Moment, den wird mir mein Papa, glaube ich, ewig vorhalten. Ich musste damals nach Frankfurt-Oder zu Sandra Schwalbe, hieß sie damals noch, ja, Sandra Klinger, die ja mittlerweile die U18 dann auch wieder übernommen hatte und wollte da gar nicht hinfahren, weil so weit wollte ich ja von alleine, also gar nicht dahin. Und mein Papa ist dann damals mit mir mit dem Zug da hingefahren, hat mich bei Sandra abgegeben und wieder abgeholt. Und ja, dann kam so die Einladung für den ersten internationalen Wettkampf damals auch. Und ich habe einfach gekämpft am Anfang. So Gedanken habe ich mir da nie wirklich gemacht. Es war auch immer so, ja, Olympia ist ja schon cool, aber das war nie irgendwas, wo ich drüber nachgedacht habe oder gedacht habe, das kann ich mal erreichen, sondern ich habe einfach gekämpft damals, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ja, ich war bei den Junioren auf den Wettkämpfen sehr erfolgreich. Aber tatsächlich bei Europa- und Weltmeisterschaften ist mir die Medaille immer verwehrt geblieben. Also ich habe keine großen Medaillen im Juniorenbereich geholt. Aber ja, bei den Frauen hat es ja dann schlussendlich gereicht. Also so klar, irgendwann musste ich dann noch Entscheidungen treffen, aufs Sportinternat zu gehen und mir mehr Gedanken über den Leistungssport zu machen. Was aber auch also erst so nach und nach kam. Aber ich habe halt einfach immer gekämpft. Also so mit, und wenn ich jetzt hier und dann muss ich da, habe ich nie gemacht. Und ja, also ich weiß selber manchmal nicht, wie ich so in Anführungszeichen in diese Schiene reinrutschen konnte, weil es wirklich so war. Also ich habe mich nie großartig bewusst dafür entschieden, ich trainiere jetzt nur noch, um Leistungssport zu machen, sondern ich habe es wirklich lange gemacht, einfach weil es mir Spaß gemacht hat. Ja, wir hatten das auch mit Louis, das Thema. Da hat sie auch selber gesagt, also früher, wenn man jünger war, man hat, wie du auch selber das beschrieben hast, man hat halt einfach gekämpft, ohne sich Gedanken zu machen. Und dadurch, dass man halt sich diese Gedanken nicht macht, darum läuft es ja auch meistens gut. Ja. Und dass man dann merkt, je älter man wird und je mehr man Gedanken sich macht, desto schlimmer, das nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen, wird es dann auch immer. Und ja, es ist interessant. Da geht einfach so ein bisschen die Leichtigkeit dabei. Ja, genau. Und ich bin interessant, wenn wir noch in der Zukunft ein paar Podcast-Folgen aufnehmen, wie das so andere Athleten sehen, ob das dann vielleicht auch so angesprochen wird oder ob die das, also vermutlich wird das jeder genauso gehabt haben, aber es ist mal einfach interessant, das von jedem einzeln und separat auch mal so zu hören.
Ja, und du meintest ja dann, dass du vor allem dann im Seniorenbereich dann quasi da auch die Medaillen geholt hast. Also, sagen wir mal so, klar, auf so einem Event dann eine Medaille zu holen, ist ja auch immer nochmal, da gehört ja vieles dazu. Das ist ein Tag, wo alles stimmen muss. Und ich meine, du hast ja trotzdem auf internationalen Turnieren auch im Junioren- und Kadettenbereich teilgenommen, auch wenn es eben vielleicht für eine Medaille nicht ganz gereicht hat, aber es ist ja trotzdem, du warst schon auf dem Level am Start. Was würdest du aus deiner Sicht jetzt, ist ja so diese Lockerheit hat sich ja so ein bisschen rausgestellt, dass das vielleicht ganz, ganz gut ist und ganz wichtig ist und hilft. Aber was würdest du Top-Nachwuchs-Judokas, die jetzt vielleicht gerade U20, U17 sind oder U21, U18 heißt es ja gerade, was du dem auf den Weg geben würdest, damit sie so diesen Wechsel in den Seniorenbereich gut schaffen können? Ja, also mir hat damals das viel geholfen, so einfach dran zu denken, dass man ja jetzt erstmal eine Altersklasse wechselt. Da sind Athleten, die sind erfahren, das sind gestandene Athleten. Und bei mir war es damals auch, ich habe auch einfach immer weitergemacht. Ich habe mich davon nicht entmutigen lassen, weil es ist eine Umstellung, sowohl körperlich, was dir an Gegenwehr auf der Matte auf einmal entgegenkommt, als auch dieses ganze, der ganze internationale Zirkus. Es sind mehr Wettkämpfe, es sind mehr Lehrgänge, es ist intensiver auch. Und einfach sich nicht entmutigen zu lassen, auch wenn es vielleicht mal ein Jahr oder so nicht läuft, da einfach dran zu bleiben und vor allen Dingen den Spaß nicht zu verlieren. Das ist halt super wichtig. Und ich glaube auch, dieser Spaß und warum man irgendwann mal angefangen hat, das sollte man halt immer irgendwo noch im Hinterkopf behalten, dass man das nicht verliert. Weil das ist das, warum viele dann auf dem Weg verloren gehen, weil die irgendwann einfach den Spaß daran verlieren und vergessen, warum sie mal angefangen haben. Ja, das glaube ich auch. Und am Ende des Tages, also natürlich gibt es auch Tage, wo du auch sagst mal Wochen, wo man sich so denkt, so ey, warum mache ich das alles? Aber auch manchmal dieses, wenn du dann so auch manche Einheiten fertig hast und dich da ausgepowert hast, dann einfach zu Hause bist und sitzt so, ah, ja geil, genau deswegen mache ich das. Also eigentlich kommt meistens immer dieser Moment, wo man sich so sagt, so ja, okay, das ist es eigentlich alles wert. Oder spätestens meistens auch dann, wenn man irgendwann eine Medaille in der Hand hat. Ja, genau. Also natürlich hatte auch ich Phasen in meiner Karriere, wo ich auch gesagt habe, wofür stehe ich morgens auf? Warum mache ich das überhaupt? Also in dem Corona-Jahr war das natürlich noch mal umso schwerer. Aber irgendwann muss man sich auch einfach mal wieder darauf besinnen, warum man mit dem Ganzen in Anführungszeichen Scheiß mal angefangen hat. So hart es auch ist, also es hat einem ja auch irgendwann mal Spaß gemacht und macht es ja auch immer noch. Und Ja. ja, mein Karriereende ist jetzt noch nicht so lange her, aber es ist so, ich habe schon den einen oder anderen Moment, wo ich das auch misse. Jetzt so auch gerade nachdem ihr in Taschkent wart und ich den Wettkampf mitverfolgt habe, ist schon auch so, wo ich dann so denke, na ja, also eigentlich hättest du da ja auch selber noch stehen können. Ja. So, natürlich, so Momente gibt es auch immer noch. Und ja, ich hätte jetzt nicht so lange in dem Leistungssport da ausgeharrt, wenn ich einfach den Spaß daran verloren hätte. Ja, das auf jeden Fall. Du hast ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass du aufs Sportgymnasium gewechselt bist. Das war das Heinrich-Heine-Sportgymnasium in Kaiserslautern. Warum hast du dich damals für diesen Schritt genau entschlossen? Also ich wurde eigentlich schon zweimal angefragt vom Heinrich-Heine-Gymnasium, ob ich nicht dahin wechseln möchte. Man muss dazu sagen, ich habe ja den Schritt 2006 gewagt. Da waren die ganzen Infrastrukturen, was Leistungssport anging, gerade im Nachwuchsbereich, vor allen Dingen in Rheinland-Pfalz, sehr ländlich, einfach nicht gegeben. Das heißt, Okay. meine Schule war damit überfordert, dass ich so viel unterwegs war. Ich hatte weite Wege zum Training, sowohl nach Speyer als dann auch mal zu einem Stützpunkttraining, irgendwo weiter weg. Und das ging irgendwann nicht mehr. Irgendwann musste ich dann die Entscheidung treffen, okay, ich möchte den Sport machen, ich möchte aber auch mein Abitur machen. Und beim dritten Mal, als dann gefragt wurde, ob ich nicht da hinkommen möchte, habe ich dann gesagt, okay, ich gucke es mir mal an, aber ob ich da hingehe, weiß ich noch nicht. Ich war da nicht so begeistert von. Aber ich würde den Schritt immer wieder tun. Also es war für mich absolut die richtige Entscheidung, weil ich dann den Sport, das viele Training und eben vor allen Dingen auch die Schule, die ja auch super wichtig ist, unter einen Hut gebracht habe. Und ich glaube auch, dass dieser Schritt wichtig auch für meine persönliche, aber gerade auch die judo-spezifische Entwicklung war. Und ich glaube, ohne das wäre es deutlich schwerer für mich gewesen, mich so zu entwickeln, um jetzt da an die Weltspitze zu kommen. Weil der Grundstein wird bei den Junioren gelegt.
Ja, das stimmt. Das ist immer dieser schwierigste Übergang. Das ist ja auch, wo die meisten Leute irgendwie immer aufhören. Aber fiel es dir schlussendlich schwer, diesen Schritt zu wagen? Oder bist du eher so, ja, okay, du hast jetzt natürlich, die haben dich dreimal angefragt, also hast du ja schon ein bisschen gegrübelt. Aber ja. Ja, also bei den ersten beiden Malen habe ich zu meinem Papa gesagt, nö, da gehe ich nicht hin. Und dann war das Thema für mich auch erledigt. Natürlich war das am Anfang eine Umstellung, weil man ist dann natürlich auch nicht jedes Wochenende nach Hause gefahren, sondern auch dann mal da geblieben. Dann waren ja auch noch Lehrgänge und Wettkämpfe, wo man am Wochenende dann nicht zu Hause war. Dann habe ich meine Familie dann da auch teilweise 4, 5, 6 Wochen nicht gesehen. Ja. Natürlich war das am Anfang eine extreme Umstellung, weil damals, kann ich ja jetzt so sagen, war das ja auch noch nicht so mit Smartphone und hier Telefon und da Videochat, das gab es ja damals alles noch nicht. Also die technischen Errungenschaften machen das Unterwegssein schon deutlich einfacher. Aber zu meiner Schulzeit damals, vor 15 Jahren, gab es das ja alles noch nicht. Da war das ja noch nicht so. Da warst du froh, wenn du abends um 7 mal nur für 15 Cent die Minute telefonieren konntest, weil es so einen Feierabendtarif gab. Das war natürlich eine Riesenumstellung für mich, aber das hatte sich irgendwie dann so eingespielt und es ging dann auch Hand in Hand mit dem, dass dann mehr Lehrgänge waren, mehr Wettkämpfe waren und man findet ja auch dann im Internat genauso wie auch in einer neuen Trainingsgruppe irgendwann seinen ausgewählten Freundeskreis, der dann irgendwo zur Ersatzfamilie wird. Ja, das stimmt. Ja. Genau. Mit den Handys oder der Internet-Button. Raus hier, schnell! Zu teuer. Apropos Ersatzfamilie und vor allem auch dieser Wechsel dann in anderes Umfeld, vor allem natürlich auch. Was ich sehr spannend fand, war bei dir einfach aufgrund auch vielleicht dem Thema, wie du es einleitend gesagt hast, mit den ländlichen Strukturen und aus der Region, aus der du gekommen bist, mit Rheinland-Pfalz, dass du ja dann erstmal ja da nach Kaiserslautern, meine ich, gegangen bist und von dort aus ja dann auch wieder nach Köln gegangen bist. Also du hast dann quasi wirklich nochmal eigentlich ja ein komplett neues Umfeld hier aufgebaut mit Freunden und so weiter und so fort, deine gewohnten Abläufe dort gehabt und hast es dann schon wieder hinter dich gelassen. Und ich glaube, was ich viel merke, vor allem in der in großen Unternehmen, wo man arbeitet, da sind dann häufig auch Leute dabei, die eben nicht ganz so flexibel sind. Wie war das für dich? Du hast ja wirklich diesen Schritt wieder gegangen, hast es hinter dich gelassen. War da für dich wirklich Judo so enorm wichtig und also dass du das begründen konntest für dich, diesen Schritt zu gehen? Ja, also da war dann wirklich, wo ich mir lange auch Gedanken gemacht habe, was mache ich nach der Schule? Klar, der Prozess fängt natürlich schon ein bisschen eher an. Aber war dann schon so, okay, was mache ich? Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, in einer Bank eine Ausbildung zu machen, aber sind wir mal ehrlich, Giovanna, du kennst mich ja jetzt auch schon ein paar Tage. Ich als Bankkauffrau, nee, glaube ich, nicht so das gewesen, da habe ich mich auch nicht gesehen. Und ansonsten war die Möglichkeit sehr eingeschränkt bei mir in der Region, irgendwo sowas wie eine Sportförderstelle zu bekommen, weil Landespolizei hatte das damals noch nicht. Also noch nicht so in dem Maße, dass die Aufnahmetests auch ein bisschen angepasst wurden. Natürlich habe ich das versucht, aber die Aufnahmetests waren quasi ganz normal, wie für jeden Bewerber auch. Das heißt, es gab keine Bonuspunkte für die Leistungssportler, weil man das halt erst angefangen hat aufzubauen. Ich glaube, damals gab es 3 Polizisten in der Leistungs-, also in der Sportfördergruppe damals in der Landespolizei oder 4. Also das war halt alles noch nicht so, diese Strukturen waren alle erst so im Aufbau. Und dann war halt die Option, okay, Bundespolizei oder Bundeswehr. Für beides hätte ich dann den Standort damals verlassen müssen. Und natürlich habe ich dann angefangen zu grübeln, okay, was mache ich? Weil Köln ist dann halt schon auch eine Ecke weiter. Aber schlussendlich habe ich mich dann schon bewusst auch dafür entschieden, zu sagen, okay, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Und ich versuche einfach mein Glück. Und habe dann den Platz in der Sportfördergruppe von der Bundeswehr bekommen und bin dann relativ zeitnah ja dann auch nach Köln gezogen. Also ich habe im September meine Grundausbildung gemacht, 2011 damals, und bin dann auch direkt quasi 2 Wochen nach der Grundausbildung dann auch nach Köln gezogen. Ich hatte natürlich auch dieses Wohnungs-WG-Leid, was es jetzt natürlich noch extremer gibt, und habe dann erstmal ein halbes Jahr in der Kaserne gewohnt, was wunderschön war. Fast so wie Martina. Ich dann ein WG-Zimmer hatte. es war natürlich nochmal eine Riesenumstellung, weil
ich war gerade 19, große Stadt, kleines Landmäuschen zieht dann in die große Stadt ganz alleine. Also es ist natürlich schon eine riesige Umstellung. Ich kannte in Köln in der Trainingsgruppe so gefühlt gar keinen. Also klar, man hat sich mal bei den Lehrgängen gesehen, weil ich kam ja dann gerade auch erst hoch zu den Frauen. Da war noch nicht so viel mit Freundschaft und das war schon, also die ersten 6 Monate, das war schon eine harte Zeit für mich. Aber es blieb mir nichts anderes übrig. Wenn ich Sport machen wollte, musste ich gehen aus meiner Heimat. Und dann war so in Anführungszeichen das kleinste Übel für mich halt Köln gewesen, weil Berlin habe ich direkt ausgeschlossen. Das war mir viel zu weit, da wollte ich nicht hin. Schon Frankfurt oder gemerkt. Cool. So, und dann ja, fiel die Entscheidung relativ zügig dann auch auf Köln, weil ne, der Bundestrainer war ja damals auch da mit Michael Baczynski, jetzt ja mit Claudio Puscher, um da einfach dann auch unter der Hand vom Bundestrainer zu trainieren, war dann Köln die logische Wahl. Als du in diesen 6 Monaten in der Kaserne gelebt hast, hast du da kurz mit einem weinenden Auge an die Ausbildung zur Bankkauffrau gedacht oder ist dir das nie in den Sinn gekommen? Nee, tatsächlich gar nicht, weil dann fing ja so meine Körperkunstbemalung an, anzufangen und dann dachte ich so, naja, also ich hatte noch kein komplettes Sleeve, aber ich hatte die ersten Tattoos und dachte dann so, naja, also damit hätten die mich in der Bank spätestens jetzt rausgeschmissen. Ja, kommt immer drauf an, ob man es gut gesehen, welches war dein erstes Tattoo? Der Name von meiner Schwester am Oberarm. Ja, okay, das hätte man... Das hätte ich noch verstecken können, aber aus ja. dem einen, ich möchte nur ein kleines, vielleicht mal irgendwann noch die Ringe, wurde ja dann relativ schnell relativ viel. Ja, das stimmt. Ja. Ich erinnere mich, als wir in Japan waren, in diesen Bädern. Alles so ja, wo wir meinen ganzen Arm zukleben mussten. Ja. Warte, ist das richtig? In Japan denken die dann irgendwie, dass man kriminell ist oder so, wenn man so viele Tattoos hat, ne? Ja, genau. In Japan ist das so über die Geschichte, dass tätowiert meistens nur die Leute der Mafia sind. Also wir hatten bei der WM das Onsen relativ schnell für uns. Ja, hatten wir echt. Da haben wir uns reingesetzt und alle sind so lahm. So lange von dem Raum waren alle weg. Und wir so, hallo. Ja, ein bisschen Schwund ist immer, ne? Ja, das stimmt. Die italienische und die deutsche Mafia waren da. Ja. Ich war dein Aufpasser. Ja, genau. Brauche ich auch. Ich brauche immer einen Aufpasser. Aber also du hast das jetzt so locker flockig erzählt, so mit diesen ganzen Umzügen und so, aber da möchte ich jetzt wirklich mal auch rausstellen, also auch für die Leute, die jetzt zuhören, die vielleicht auch mit diesen Gedankenspielen Leistungssport dann auch zu machen und auch auf diesem Level unterwegs zu sein, wie ihr beide oder wie du das jetzt warst, muss man eben echt auch viele Opfer nehmen. Ich meine, du hast es jetzt wirklich so ja recht locker erzählt, klar, schwierige Anfangszeit, aber wie gesagt, ich glaube, da gehört schon einiges dazu und also auch Respekt dazu, vor allem auch diesem Weg aus der Pfalz rauszugehen, dass du das durchgezogen hast. Ja, natürlich. Also klar, jetzt kann ich da so locker easy drüber sprechen, aber das ist ja das, was viele nicht sehen. Die sehen halt die Medaillen, die Erfolge, aber alles, was dahinter steckt, auch die ganzen Entbehrungen, die werden ja ganz oft nicht gesehen. Da ist so ein Umzug von ja Bühl-Igelheim, was mein Heimatdorf ist, nach Köln noch das geringste Übel. Das fängt ja auch damit an keiner Familienfeier zu Hause zu sein, Geburtstage zu verpassen, sei das jetzt die von meiner Frau oder von meinem Papa, mein eigener, sonstige Familienbeerdigungen, Jahrestage, also so alles, was man auch dann da an Feiern, an Entbehrungen hat, auch Zeit, die man da auch einfach nicht zu Hause ist. Also ich war ja teilweise, oder wir waren ja zusammen auch teilweise 5-6 Wochen unterwegs, wo ich dann auch einfach meine Frau nicht gesehen habe. Dann auch genauso der Aufwand, ne, man muss zum Training fahren, man muss vorbereiten, man muss nachbereiten, das ist nicht getan mit ich bin eine Stunde beim Training und dann ist gut. Man muss vorher da sein. Man macht sich hier und macht noch da und Physio und Sauna und Kältebecken, Nachbereitung. Man führt Gespräche. Man muss noch hier und das ist einfach super viel. Also so, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel dieser Entbehrung, was ich hier ganz gerne bringe dabei, ist einfach, man muss sich folgende Situation einfach mal vorstellen. Ich habe meiner Frau, also jetzt Frau, damals Freundin, 2018 einen Heiratsantrag gemacht. Danach bin ich zu meinem Bundestrainer ins Büro gegangen
und habe ihn gefragt, wann ich denn Zeit hätte zu heiraten. Hat er mir so 2019 zwei Daten gesagt, wo ich heiraten kann. Ja, und dann bin ich damit nach Hause gefahren und habe gesagt, Schatz, entweder dann oder dann. Und da muss man noch dazu sagen, wenn man Pech hat, ändert sich zufälligerweise der IGF-Kalender. Da habe ich dann auch gesagt, Claudia, ist mir scheißegal, was ich danach mache. Ich heirate im September. Also wir haben es dann nach der Weltmeisterschaft gemacht. Da wusste ich, okay, da passiert erstmal nichts. An Wettkämpfen, die man da dann so spontan mal reinlegen kann, eine Woche nach der WM. Aber das war dann auch so, also das war mit einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir machen es nach der Weltmeisterschaft, weil dann eben so spontan für die Woche nach der WM jetzt auch erstmal von Bundestrainerseite dann nichts umgeplant wurde. Und dann habe ich auch gesagt, es ist mir egal, was da passiert, ich bin an diesem Wochenende und zwei Wochen danach nicht erreichbar. Aber das ist sowas, was halt keiner sieht oder was viele Menschen nicht sehen. Die sehen halt, ne, das Glitzern mit den Medaillen, aber solche Situationen, das ist auch so ein bisschen surreal, wenn ich das mal, also Leuten mal erzählt habe. Die haben auch gesagt, sag mal, spinnst du? Aber das war die Welt, in der ich gelebt habe und in der du, Gio, noch ein paar Jahre leben wirst. Ja, ja. Aber da geht der Heiratsantrag erstmal über meine Tür. Da musst du bei mir fragen. Und da muss erstmal der richtige Gatte kommen. Das ist ja das erste Problem. Was er ja, aber so diese Entbehrung auch, also diese zeitlichen Dinge. Also ne, es war halt nicht so, dass ich sagen konnte, ja, okay, an dem Tag ist die Location frei, wir heiraten da. Ja. Nee, ich musste halt zwei Wochenenden suchen. Wir haben uns dann für eins der beiden entschieden. Und dann muss man halt gucken, ja. Du hast bei der Location angerufen, ich habe nur dann Zeit, ihr müsst frei sein. Ja, war wirklich so. Ich habe dann direkt schon angefangen, Locations anzuschreiben, weil ja das irre ist, dass man anderthalb Jahre im Voraus schon anfangen muss, irgendwelche Sachen rauszusuchen. Ja. Also dann angeschrieben, nee, wir sind schon ausgebucht, nee, wir sind schon ausgebucht. Also hat schlussendlich ja alles so funktioniert, wie wir das wollten und es war auch wunderschön, aber es ist nicht so, ja, wir würden gerne im Sommer heiraten, wann haben Sie denn noch Zeit? Sondern ich habe an dem Wochenende Zeit und nicht wann anders. Ja. Und die so, ja. Was ist das für eine? Ja, das wurde ich auch gefragt. Ich habe nur an dem Wochenende Zeit. Fertig. Krank eigentlich, ne? Ja. Aber irgendwann, wenn ich hoffentlich dahin komme, werde ich an dich denken. Und mir ja, denken, ich will dich einladen. Ja, das auch. Aber erstmal brauche ich dann die Location. Giovanna, du wirst an mich denken. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber jetzt mal davon ein bisschen weg, sonst wird mir immer mehr vor Augen gespiegelt, wie einsam ich gerade bin. Hello, Darkness, my old friend. Meine Hand. Also, das können alle nur witzig finden, die gerade über Spotify den Video-Ding sehen und wenn wir gerade nicht unser Video wieder abkackt. machen wir weiter. Also, besser ist es. Als du in den Seniorenbereich gewechselt bist, war ja die Franzi Konitz vor dir. Wie war das damals für dich? War das ein komisches Gefühl? Konntest du viel von ihr mitnehmen? Wie hast du das damals wahrgenommen? Also ich war damals sehr, in Anführungszeichen, ehrfürchtig. Ja. Das waren gestandene Athleten, zu denen wir damals hochgekommen sind. Zu meiner Juniorenzeit, gerade Ende Juniorenzeit, war ja Sandra Köppen-Zugschwert auch noch aktiv, die mich ja dann als Wurfpuppe gefühlt von links nach rechts gehauen hat, weil ich einfach keine Chance hatte. Und bei, da lernt man am meisten, ne? Oh. Ja, vor allen Dingen aufstehen. Ja. Nein, aber bei Koni damals war das ähnlich. Die war eine gestandene Athletin, super erfolgreich und man kommt da als junger Athlet hoch und sägt da so ein bisschen am Stuhlbein der Großen natürlich. Aber ich habe das nie als negativen Aspekt für mich gesehen, sondern das schon auch so zum Positiven genutzt. So jemanden, an den man sich ranhängt, wo man sieht, okay, hey, die macht so und so und die macht das und das. Kann ich das vielleicht auch für mich nutzen? Und natürlich, Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Das heißt, je mehr Leute in einer Gewichtsklasse sind, umso mehr fordert man sich ja auch gegenseitig heraus. Und Koni und ich haben damals auch viel zusammen trainiert. Also es war bei uns jetzt nicht, wir schauen uns in die Augen und da sprühen Blitze raus, sondern es war eher so ein freundschaftliches Miteinander, was wir aber auf der Matte, wir haben oft auch international gegeneinander gekämpft, aber auch trennen konnten und uns da aufs Äußerste alles abverlangt haben.
Und ich glaube, auch das hat mich damals viel weiter nach vorne gebracht, als ich es damals dann zu dem Zeitpunkt noch empfunden habe. Weil jemand so guten Vorsicht zu haben, das ist ein Ziel, okay, da will ich auch ran, den will ich schlagen, da will ich auch hin, wo sie jetzt ist. Und sowas hat man nicht immer. Und ich fand es damals super. Also ich mochte das gerne, auch so als Samira dann jetzt dazu kam, mit der ich auch die Olympia-Vorbereitung gemacht habe. Wenn da einfach jemand hinter dir ist, der da an deinem Stuhlbein sägt, wird man sich auch selber nochmal bewusst, hey, ich gehe jetzt noch diesen extra Meter. Ja, das ist so eine. Wenn man jemanden jagt, den man vor sich hat, dann ist man auch nochmal mehr bereit, diesen extra Meter zu gehen. Ja. Das dann halt kein, man hat halt diesen, man merkt, da hinten kommt was und so, jetzt muss ich auch nochmal ein bisschen anziehen. Genau. Ja, aber du hast ja gerade gesagt gehabt, quasi du bist hochgekommen und wurdest erstmal, mit dir wurde der Mattenboden erstmal so gefühlt ein bisschen sauber gemacht. Aber dafür hast du, wenn ich das richtig nachgelesen habe, sehr schnell Anschluss da gefunden. Unter anderem Jahr 2012 auch im Olympiajahr bei der deutschen Meisterschaft den Titel geholt, auch im Finale gegen Franziska Konitz gewonnen. Um da vielleicht anzuschließen, wann hast du dann gemerkt für dich, ey, ich kann da wirklich auch auf Weltspitze auch mitmischen? Und habe vielleicht sogar auch realistische Olympiachancen. Wenn ich das richtig gelesen habe, war das ja auch immer so eine Art Traum für dich. Natürlich, also ich glaube, der Traum, einmal Olympia zu erleben, ist es von jedem Leistungssportler, Profisportler, da einmal hinzukommen. Also so richtig mir Chancen ausgemalt war wirklich erst so Anfang 2014, als ich dann auch so richtig in der Weltspitze dann auch angekommen bin. Also jetzt nicht Weltspitze mit Top 10, sondern auch mal hier Ergebnisse geholt, auch mal die ganz Großen geärgert. In dem Jahr war ja auch die Weltmeisterschaft ganz gut. Da habe ich so gemerkt, ey, könnte doch was werden mit Olympia. Und 2012 bei der Deutschen im Olympiajahr von London, muss ich auch einfach sagen, ich hatte an dem Tag nichts zu verlieren, gar nichts. Ich habe gekämpft, weil es war klar, Koni ist die Nummer 1, da rüttelt keiner dran, die ist auf dem Weg zu den Spielen. Das wäre auch utopisch gewesen, da irgendwas zu reißen von mir. Also ich habe mich in dem Jahr ein bisschen eingekämpft, aber ich war ja in der Quali nicht mal irgendwie erwähnenswert dabei, weil ich ja 2011 auch erst hochgekommen bin zu den Frauen. Und ich hatte einfach einen guten Tag erwischt. Also es hat einfach an dem Tag bei mir alles gepasst. Und Koni ist vielleicht damals mit dem falschen Bein aufgestanden und das hat sich dann halt so ein bisschen einfach ergänzt. Und für mich damals war ein wunderschönes Finale. An den Tag erinnere ich mich auch gerne zurück, aber ich war dann trotzdem auch in der ganzen Vorbereitungszeit für Koni da und habe die ganzen Lehrgänge als Partner auch gemacht. Und es war ein deutscher Meistertitel. Ich habe mich natürlich drüber gefreut. Es war auch ein wunderschöner Wurf damals, aber an der Situation an sich hat es damals weder für mich noch für irgendwen anders irgendwas geändert. Ich habe da noch eine kleine Sache anzuschließen. Du hast ja auch gerade erwähnt, dass du mit Franzi die ganze Vorbereitung gemacht hast, dass du für sie da warst und so weiter. Wir kriegen ja manchmal auch ein bisschen Podcast-Anfragen und da kann man auch nochmal schön sagen, also viele Leute denken, dass wir untereinander immer krass anecken und ja, der DJB wirkt ja so harmonisch, stimmt das auch alles? Und also daran merkt man halt auch, dass wir wirklich versuchen, füreinander da zu sein, den anderen zu unterstützen und versuchen, die nach vorne zu bringen. Das wollte ich einfach nur noch mal kurz anmerken. Das war gerade hast du auch sehr, sehr schön gesagt, weil es ist halt einfach so. Und wir leben von unseren Partnern, aber wir versuchen, wie gesagt, wirklich auch füreinander da zu sein. Ja, natürlich. Also ja, es ist viel in der Presse gewesen. Ja, im DJB läuft vieles vielleicht auch nicht ganz so richtig. Aber das ist ja unabhängig von dem, was wir Athleten haben. Also das ganze DJB, Tohuwabohu, was da existiert, das muss man vielleicht auch einfach mal auch für Außenstehende mal getrennt davon sehen, von uns in, nationalmannschaftsintern einfach. Ja. Weil ich glaube, dass das mit uns einfach so nichts zu tun hat, weil wir sind immer alle füreinander da, jeder unterstützt da, jeder versucht auszuhelfen. Sei das jetzt, mir geht's einen Tag schlecht, dann kommst du mit Martina vorbei oder umgekehrt, keine Ahnung, irgendwas läuft beim Wettkampf nicht richtig. Wir waren immer auch bei den Finalrunden füreinander da, egal ob gut oder schlecht. Also
Oder sei das auch partnertechnisch. Ne? Wie oft haben wir zusammen noch eine Bodenrunde gemacht, weil kein anderer mehr wollte? Und oft. Oder so, einfach so ein Randori oder zusammen trainiert. Die einfach super wichtig sind und ohne die funktioniert es nicht. So, und das muss man einfach auch getrennt sehen. Ja, da sind Dinge, die schief laufen, da sind Dinge, die gut laufen. Aber was da mannschaftsintern läuft, glaube ich schon, dass da immer ein guter Zusammenhalt ist. Ja, aber ich sage jetzt mal ganz blöd, ohne jetzt auf andere Verbände zu schießen, in jedem Verein, in jedem Verband gibt es mal irgendwas, was ein bisschen holprig ist. Und das ist halt, ich will nicht sagen, dass es normal ist, aber es gehört dazu. Richtig. Also von daher. Du hast ja erwähnt, dass du bei der Bundeswehr bist. Über 10 Jahre tatsächlich. Wusste ich gar nicht, dass du so lange bei der Bundeswehr warst. Ja. Das war ja der Großteil, womit du dir den Leistungssport finanziert hast. Gab es da vielleicht noch irgendwelche andere Wege? Oder war das das, wo du sagst, so, das war meine Haupteinnahmequelle? Ja, ich habe sogar 11,5 Jahre Bundeswehr. Wow. Ja. Krass. Ja, natürlich. Also die Bundeswehr hat natürlich den Löwenanteil meines monatlichen Verdienstes gestemmt. Ja. Die Deutsche Sporthilfe hat natürlich den ein oder anderen Euro dabei getan. Nicht nur in wirklich Barauszahlungen, sondern eben auch an Unterstützung, wie auch damals bei mir in der Schule, einfach Nachhilfe, Internatsförderung, solche Dinge, auch über Mentorenprogramme und Sonstiges. Und die Sporthilfe Rheinland-Pfalz, ich war ja und bin ja auch immer noch mit meinem Heimatverein in Zweibrücken. Mhm. Die haben natürlich auch finanziell mich da schon über die letzten 10 Jahre auch deutlich unterstützt. Ja. Ja. Ja, was halt auch für uns sehr wichtig ist. Ne? Ja, wir kriegen Preisgelder, aber das müssen wir ja in so einer Regelmäßigkeit auch leisten können, um uns nur darüber zu finanzieren, dass das ja quasi nicht machbar ist. Nein, und so viele Wettkämpfe gibt's halt auch nicht. Und man muss halt auch sagen, ja, wir sind halt auch nur Mensch. Wir brauchen auch irgendwann mal unsere Ruhepausen. Richtig. Und wir sind halt, wie du auch schon vorhin gesagt hast, dass wir unterwegs sind. Teilweise hast du auch 6 Wochen deine Frau nicht gesehen. Wir sind halt auch viel unterwegs und manchmal will man auch einfach zu Hause nichts sein. Mehr machen. Nicht dann denken, ich muss jetzt das Wochenende doch noch kämpfen, die noch eine Woche ranhängen, dass ich 7 Wochen unterwegs bin, damit ich mit meiner Frau hier mir abends noch die Brötchen finanzieren kann. Genau. Ja, die Frage vielleicht, woher die Frage so ein bisschen herkommt, weil ich hatte auch mal so einen Austausch im Internet, ja, unter so YouTube-Videos, wo dann so gesagt wurde, ja, hier hast du dann Leistungssportler und die jetten ja durch die Weltgeschichte und die kriegen ja, ich sag mal, fett Preisgeld in, also da hat es so angehört, als wenn hier Judoka und ja andere Breitensportler, als wenn das alles Millionäre wären. Ne? Also wenn du jetzt Fußballer bist, okay, da kann ich das vielleicht noch verstehen, aber wie sehr ist das dann auch, ich sag mal, eine gewisse Art ein finanzieller Struggle und vielleicht auch Entbehrung, von denen du auch einleitend schon ein paar Mal gesprochen hast, wo man eben vielleicht, wenn man in der freien Wirtschaft arbeitet, vielleicht dann das Doppelte verdienen würde, vielleicht sogar. Ja, also das ist auch so ein Punkt, der mir auch oft begegnet ist, dass sie mir sagen, ja, du verdienst ja richtig gut, wo ich dann auch gesagt habe, ja, jetzt überlege ich mal, ich müsste 3 Wettkämpfe im Monat machen und gewinnen. Ja, wir sprechen nicht von Podium, sondern gewinnen, um irgendwo so mein Leben zu finanzieren, wie ich es jetzt auch habe. Das funktioniert ja gar nicht. Also zum einen sind nicht immer so oft Wettkämpfe, zum anderen fahren wir nicht jeden Wettkampf an. Und dann sind wir auch nur Menschen. Ich bringe nicht jeden Tag Top-Leistung. Also ich hatte auch genug Wettkämpfe in meinem Leben, wo ich in der ersten Runde raus war, leider. Das passiert. So, aber natürlich ist das Finanzielle, das spielte immer irgendwo eine Rolle mit. Also ich muss jetzt oder kann Gott sei Dank sagen, ich habe jetzt nie irgendwo in einem Monat mal überlegen müssen, ey, komme ich den Monat noch irgendwie über die Runden, kann ich mir mein Essen leisten diesen Monat? Aber einigen Leistungssportlern geht es in Deutschland so, die am Ende des Monats wirklich dastehen und Mama und Papa anrufen müssen, ob die mit 100 Euro aushelfen können. Ja. In so einer Situation war ich Gott sei Dank nie, weil bei mir dieses Netzwerk ganz gut funktioniert, auch über Sportfördergruppe, Deutsche Sporthilfe, aber auch die Sporthilfe Rheinland-Pfalz, die mich da finanziell unterstützt haben. Aber es ist nicht so, dass gerade in einer Randsportart Leistungssportler so viel Geld verdienen, auch dass sie danach die Füße hochlegen können.
Also ich bin froh, dass es dieses BFD nennt sich das, das Berufsförderungsdienst von der Bundeswehr noch gibt. Die unterstützen mich jetzt auch noch weiter, dass ich eben meine Ausbildung machen kann, die ich gerne machen wollte, schon immer. Und danach muss ich auch ganz normal arbeiten gehen. Also mein Polster ist jetzt nicht so dick, dass ich sage, ich lege die nächsten 10 Jahre erstmal die Füße hoch und dann irgendeinen Trainerjob und dann mache ich den 3 Jahre und dann habe ich ausgesorgt. Das funktioniert bei uns leider nicht so. Ja, zumal man als Trainer jetzt auch nicht so Unmengen verdient, muss man auch noch erwähnen. Nee, das leider nicht. Also keine Multimillionäre hier geworden. Nee. Wie das manchmal keine so Arbeitslosen, dargestellt wird. Keine arbeitslosen Multimillionäre. Nee. Ja. Aber ich glaube, das ist dann vielleicht auch vielleicht so ein Punkt, der dann da auch reinspielt, wo man sagt, ey, die Leute sind ja eigentlich, müssen ja verrückt sein, das alles auf sich zu nehmen und diese ganzen Entbehrungen zu haben. Aber ich glaube, was dahinter steht, wenn man es nicht, sonst würde man es nie machen, ein ganz großer Traum. Und da vielleicht die Überleitung jetzt nochmal zu den Olympischen Spielen. Du hast ja schon gesagt, dass das ein großer Traum war. Und 2016 war es ja dann schlussendlich für dich soweit. Du hast dich qualifiziert, bist hingefahren. Wie war dieses Erlebnis für dich, dort vor Ort zu sein? Und vor allem, wie stolz warst du auch, dann schlussendlich Olympionikin zu sein? Also diesen Titel zu haben, so ich bin offiziell in dieser elitären Gruppe dabei. Das war für mich ein Moment, den musste ich erstmal verarbeiten, als das dann damals alles fix war und wir dann via WhatsApp die Benachrichtigung bekommen haben, ey, die Nominierung ist durch beim DOSB. Das war schon ein Moment, wo ich kurz gebraucht habe und dann habe ich erstmal kurz geweint, weil das natürlich, man ist auf einmal, man hat sich seinen Traum erfüllt. Das ist so, das können, glaube ich, wenige Menschen so nachvollziehen, weil es gibt leider nicht so viele Menschen auf dieser Welt, die wirklich sagen können, ich habe mir meinen Traum erfüllt. Ja, man merkt auch, wie emotional dabei gerade wird. Das ist, also es war der Wahnsinn damals. Also das weiß ich auch noch, Martina und ich sind damals ausgerastet von wirklich Übereinkleidung und Pressetermin. Und wir haben jedes Teil, was wir damals bekommen haben, natürlich fotografiert. Und da sind wir noch mit so einem Einkaufswagen damals in Hannover dann durch die Halle da gelaufen und haben alles eingepackt. Gab es ja dieses Jahr oder letztes Jahr für die Spiele leider nicht. Nee, da waren wir in diesen Trucks. Vor zwei Jahren schon, wir haben ja schon 23. aber das war natürlich der Wahnsinn, dann da anzukommen und das erste Mal das Dorf zu betreten, das war Wahnsinn. Also vor allen Dingen, wo ich heute noch Gänsehaut von bekomme, ist, wenn ich wirklich an den Moment zurückdenke, als wir damals ins Stadion eingelaufen sind, da saßen 120.000 Leute, die in dem Moment für dich jubeln. Heftig. Und das war ein Moment, der ist einfach unbeschreiblich. Also den werde ich auch niemals mehr vergessen. Mein Papa ist ja damals auch mitgeflogen. Der hat von allem Fotos gemacht, dass er nicht die Straße, auf der er gelaufen ist, fotografiert hat im Olympischen Dorf, war alles. Aber das war auch nochmal so ein Moment, wo ich einfach gemerkt habe, was das eigentlich für eine krasse Leistung ist, die ich da gebracht habe. Auch so zu sehen, wie mein Papa das aufgenommen hat damals einfach, also das auch zu erleben, das war ja für den auch ein einmaliges Erlebnis, so ein olympisches Dorf zu betreten. In Tokio ging das ja leider nicht, aufgrund des tollen Coronavirus. Aber das war einfach der absolute Wahnsinn. Deswegen tut mir persönlich das auch super leid für Athleten, die das nach Tokio geschafft haben, die sich da auch einen Traum erfüllt haben, Olympia zu erreichen, aber dann keine richtige Eröffnungsfeier hatten, keine Abschlusszeremonie, das Dorfleben auch eingeschränkt ist, auch nicht aus dem Dorf raus durften und dieses Gefühl auch nicht haben, wie es ist, wenn dieses Stadion mit 100.000 oder mehr Menschen gefüllt ist, die dir in dem Moment zujubeln. So, deswegen, das tut mir für Athleten leid, die das nur einmal in ihrem Leben dahin schaffen, das nicht erleben zu durften. Also, dass sie das nicht erleben durften. Aber aus meiner Sicht muss ich natürlich auch sagen, immer noch besser, als wenn sie abgesagt worden wären. Also ja, absolut. Das wäre für mich auch die Katastrophe schlechthin gewesen, wenn sie abgesagt worden wären. Aber das war einfach so, das war einer der traurigsten Momente für mich bei den Spielen, da in dieses Stadion einzulaufen und eine Stecknadel hätte man da fallen hören. So leise war es in diesem Stadion. Ja, weil ich eben einfach diesen Vergleich zu Rio hatte, wo diese 120.000 Leute in diesem Maracanã-Stadion saßen.
Das ist ja halt für mich ganz gut. Ich habe ja halt keinen Vergleich, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, als wir ins Olympische Dorf reingefahren sind und auch Martina dann gesagt hatte, und ich weiß gar nicht, ich glaube du sogar auch, dass du auch, glaube ich, dass es gar kein Vergleich zu Rio war oder ist. Nee. So. Nee. Dass alles viel kleiner war und, aber ja, wie gesagt, aber ich auch ein zweites Mal Olympia, das war für mich genauso aufregend und ich glaube, da habe ich sogar noch ein Tränchen mehr verdrückt, als es das zweite Mal durch war. Ja, und so diese ganzen Entbehrungen waren spätestens vergessen, als wir unsere Medaille in der Hand hatten. Da war alles, was passiert war, war da scheißegal. Ja. Wenn man hatte so darauf, wo eigentlich jeder Sportler, der zu Olympia will und war, hinarbeitet, hatten wir einfach in der Hand. Ja, das stimmt. Und dann war in dem Moment schon irgendwo alles vergessen, alles, was scheiße lief. Egal, wie beschissen das letzte Jahr war, das hat schon einiges wieder gut gemacht. Ja, das hat es auf jeden Fall. Das ist halt so schwer, weil man kann das so in das diese da die passenden Worte dafür zu finden, das ist so, ich will nicht sagen unmöglich, so einfach. Aber es ist wirklich nicht einfach. Und das einfach, ja, was da passiert ist und danach ist einfach nur wow. Ja. Das trifft es, glaube ich, am besten. Ja, das ist, glaube ich, echt die beste Beschreibung dafür. Luigi so. Ah, die sind ein bisschen komisch. Nee, für mich vielleicht irgendwann Paralympics noch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, genau. So. Von den ganzen schönen Sachen gehen wir noch zu anderen schönen Sachen rüber. Rückblickend haben wir, oder hat auch Lütje besonders recherchiert, 2014 bis 2016 war für dich mit der erfolgreichste Abschnitt deiner Karriere. Ja. Wie bewertest du diesen Hintergrund selber, vor allem in Bezug auf die Olympischen Spiele in Rio? Ja, das war auch noch so dieser Zeitraum, wo ich gemerkt habe, ah, boah, da geht was. Und da hatte ich, glaube ich, einfach noch diese Leichtigkeit. Da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken über alles gemacht. Und da habe ich mich auch mit Martina und mit Louis auch unterhalten, jetzt als wir bei der Deutschen auch verabschiedet wurden, dass man damals auch ganz unbedarft in so Sachen reingegangen ist. Und das war natürlich der absolute Hammer, wobei man ja auch dazu sagen muss, dass ich 2014 ja auch meine erste Schulter-OP hatte, wo ich jetzt auch rückblickend sagen muss, war ich ein bisschen dämlich, so früh wieder anzufangen, aber da war man halt noch jung und unbedarft und hatte einfach, ja, ich mach halt mal. Und natürlich das Ergebnis der Olympischen Spiele war für mich super enttäuschend. Ja. Ich habe gegen die Russin ein einziges Mal verloren und das war bei den Spielen. Nein. Ja, das war für mich natürlich echt hart. Also ich hatte da auch wirklich lange dran zu knabbern. Damals gab es ja den Teamwettbewerb noch nicht. Also ich habe mich danach ein bisschen gehen lassen. Also ich wusste nicht mehr, wie ich abends ins Dorf zurückgekommen bin. Ich weiß, dass mich Louis zurück in unser Zimmer genommen hat, aber mir ging es nicht so gut. Ne? Also das ganze Jahr oder die zwei Jahre davor so erfolgreich zu sein und dann bei dem Wettkampf, der eigentlich für einen am wichtigsten ist in seinem Leben, dann so bitter zu scheitern. Ich habe halt auch noch über die Zeit mit einem Yuko damals verloren. Yuko, wow. Das war für mich echt hart. Also vor allen Dingen, ich habe wirklich einmal gegen die Russin verloren und das halt ausgerechnet bei Olympia. Ja, das ist halt, glaube ich, auch was viele nicht verstehen können. Man beißt sich halt so in den Arsch, weil genau dieser Moment kann so nie wiederkommen. Also du kannst mal wieder eine WM kämpfen oder eine EM, aber das kannst du mit den Olympischen Spielen. Aber Olympia kann man halt nicht wiederholen. Nee. Da hatte ich hart dran zu knabbern. Ja, das glaube ich. Ja, und das ist vor allem auch, ja, also wie gesagt, diese ganzen, ich glaube, das kommt so ein bisschen raus, diese ganzen Entbehrungen, die man eben mitmacht. Und da hat man eben diesen Traum und ist auch eigentlich fit dabei und denkt und malt sich ja auch vielleicht Chancen aus. Ich weiß nicht, ob du dir vorher so ein Ergebnis gesetzt hast, so ich will bis da und da hinkommen. Und dann ist der Judo dann auch manchmal so grausam zu einem, dass du halt innerhalb von ein paar Sekunden diesen Traum auch schnell mal wieder verlieren kannst. Ne? Ja, also es war natürlich
Es war natürlich hart, weil ich hatte die Auslosung gesehen und dachte so, boah, richtig geil. Damals die Kubanerin Midalis Ortiz, richtig geil. Erst im Poolfinale, boah, da geht richtig was. Weil das waren alles Leute, die hatte ich die 2 Jahre davor geschlagen, deutlich geschlagen. So, ich wusste, okay, gegen die Kubanerin wird hart, aber ja, Olympia schreibt immer seine eigenen Gesetze. Wer weiß, vielleicht geht da wirklich mal richtig was. Und man muss sich ja auch stark reden und davon überzeugt sein. Und so bin ich auch in den Wettkampftag gestartet. Ich habe mich gut gefühlt, aber so schön Judo und die ganzen Erfolge manchmal sind, so grausam kann es eben auch sein. Ja. Vielleicht jetzt schon so ein bisschen den Vergleich hinzubringen. Das ist jetzt schon ein bisschen rausgekommen zu Tokio dann, der Olympiade 2021. Du hast ja schon so verglichen, so gesagt gehabt, so olympisches Dorf und so weiter und so fort, natürlich Unterschied zwischen Tag und Nacht. Aber wenn du mal so dieses Gesamtbild da reinbringst, vor allem auch diese Qualifikation, die ja auch im nach Tokio ein bisschen schwieriger verlief als vielleicht sonst für alle Beteiligten. Wenn du das mal so vergleichen würdest, auch einfach aufgrund von Coronavirus, diese Bedingungen, dein Vergleich zwischen diesen beiden Spielen aus deiner Sicht? Also Martina und ich haben das irgendwann mal ganz gut zusammengefasst. Für uns war Rio noch so, wir waren halt jung und unbedarft, so diese Partyspiele in Anführungszeichen, weil für uns war alles cool. Wir sind da hingekommen, der Eingang vom Dorf war cool, die Mensa war cool, das war cool, ah geil und hier. Und weil wir halt auch einfach noch was jünger waren, wir haben diese Dimensionen damals, glaube ich, noch gar nicht so richtig erfasst oder ich zumindest noch nicht so richtig. Und es war halt ein Wettkampf, wir waren relativ früh da, das hat sich dann auch gelegt. Ich habe mir dann auch wirklich diese Phase gelassen und habe gesagt, okay, ich feiere jetzt 3 Tage alles, egal was hier ist, ich feiere alles. So wie ich mit Roger Federer. Bitte? So wie ich mit Roger Federer. Ja, so ungefähr. Ja, aber so, das habe ich mir auch einfach zugestanden damals als junger Athlet und habe dann auch wirklich alles aufgesogen und man settelt dann irgendwann wieder und dann war ich auch irgendwann, okay, jetzt geht's los, die Auslosung ist raus, 6 Tage, dann ist mein Tag und das wird richtig gut. Und in Tokio war für mich sehr, sehr schwierig, also durch das Coronavirus, die Verschiebung, das Schließen der Weltrangliste, wieder das Öffnen, viele Unsicherheiten. Wir sind ja auch zu Wettkämpfen geflogen, wieder abgereist, ohne zu kämpfen, weil uns das Risiko zu hoch war, weil auf einmal die Fälle so exponentiell hoch waren. Wir dann auch entschieden haben, okay, wir fliegen wieder zurück, wir fliegen auch nicht weiter in die Türkei, wir reisen ab, egal was das für die Quali bedeutet. Da ging es mir auch mental nicht so gut. Also ich habe da wirklich extrem mit mir selber auch gekämpft, aus so einem Loch einfach auch wieder rauszukommen. Und wir hatten ja leider nur so eine kurze Zeit auch vor Ort im Dorf und da war auch viel mehr der Fokus. Also klar, ich habe das aufgesogen, habe auch mit Giovanna gelacht, als wir Roger Federer da getroffen haben und Giovanna unbedingt das Foto mit dem machen wollte. Das sind waren dann so kleine Freuden einfach, aber ich war da auch viel mehr im Fokus. Dadurch, dass auch einfach, dass wir das Dorf nicht verlassen durften, außer um in die Wettkampfhalle zu fahren oder halt dann mal in die Trainingshalle, waren die Möglichkeiten auch sehr eingeschränkt, sich auch irgendwie mal so ein bisschen abzulenken. Also prinzipiell war der Fokus nicht schlecht, aber so um mal rauszukommen, hat da schon deutlich gefehlt. Aber ich wusste auch in Tokio, worum es geht, worauf ich mich eingelassen habe und war auch einfach so von meinem inneren Gefühl ein bisschen gesetzter und nicht mehr so, oh geil, da ist eine Tür, oh, da sind die Ringe und hier ist das. Also da war, also ich persönlich einfach schon ein bisschen, ich will nicht sagen entspannter, aber in meiner Person ein bisschen ruhiger. Aufregung war natürlich da und es war natürlich geil, ein zweites Mal Spiele und alles. Aber ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, dass ich da auch einfach mental zu kämpfen hatte, mit der Quali ja relativ lange zu kämpfen hatte, dadurch, dass wir Wettkämpfe nicht machen konnten, dann auf einmal andere Leute an mir vorbeigezogen sind in der Rangliste. Also der Weg dahin war schon deutlich schwerer und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen einfach auf meine Stimmung vor Ort dann auch ausgewirkt. Also was ich auch sagen muss,
Das habe ich auch bei der Folge so mit Martina auch gesagt. Also ich glaube, ihr beide habt mich auch echt gut runtergeholt, weil ich auch sehr nervös war, aber ihr einfach mit eurer Erfahrung, die ihr natürlich schon von den Spielen davor hattet, so meine Nervosität und Aufregung auch deutlich nehmen konntet, was für mich halt auch in dem Moment natürlich super praktisch war. Weil sonst wäre ich da, glaube ich, durchgedreht. So, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also hättest du ja auch gedurft, weil das ist einfach ein geiles Ding, Spiele. Also, muss man ja auch sagen. Aber ich glaube, Martino und mir hätte es damals auch gut getan, wenn mal einer zu uns gesagt hätte, komm mal runter. Ja, und das war halt das Gute, weil ich euch hatte. Also, auch jetzt zum Beispiel du, habe ich ja auch bei dir im Zimmer, hast du ja auch dann so die einzelnen Fotos und die Glückwünsche, die über diesen TMD-Tree gekommen sind, hast du ja alles aufgehangen. Und das waren halt so Sachen, an die ich nie im Leben gedacht hätte. Mal so, ja, vielleicht mal Bilder mitnehmen von Leuten, die man gerne hat oder die man liebt oder so. War für mich einfach so, ja komm, ich fahre da einfach hin und gut ist. Und Tina, nee, komm, wir nehmen noch das mit und das und hier Gesichtsmaske und keine Ahnung. Ich so, okay, Beauty-Urlaub oder was? Ja, das ist dann halt einfach auch die Erfahrung, die wir dann da auch einfach mitgebracht haben. Aber das ist dann sowas, das haben wir quasi ja an dich weitergegeben, auch in dem Moment schon. Und du konntest es aufnehmen und weißt, okay, für die Zukunft, hey, damals haben wir das so und so gemacht, das fand ich eigentlich ganz gut, das mache ich wieder so. Ja, das stimmt. Das sind halt so Rituale, an denen man sich gut festhalten kann. Ja. Ja. Du hast ja gesagt, über elf Jahre warst du jetzt bei der Bundeswehr. Kriterium, um in die Bundeswehr reinzukommen, ist natürlich auch, dass man Leistungssport oder leistungssportlich sehr erfolgreich ist, so wie du es auch warst. Wie hast du es geschafft, so lange dem Leistungssport treu zu bleiben? Wie konntest du dich selber auch motivieren, dass du weiterhin zu Wettkämpfen fährst? Und was würdest du aber auch anderen, vielleicht Nachwuchsathleten oder auch Topathleten, mit auf den Weg geben, wo du sagst, so, ey, wenn ihr so lange in der Weltspitze sein wollt, das sind Dinge, an die ihr euch halten müsst, oder das hat mir besonders geholfen in meiner Zeit? Also mir hat es eigentlich immer ganz gut getan, auch einfach mal zu sagen, okay, jetzt bin ich mal 3 Wochen für einen Urlaub raus hier. Kein Judo, kein gar nichts. Auch mal kein Sport. Also das war immer auch so wichtig für mich, auch so eine Auszeit sich zu nehmen und da auch einfach mal rauszukommen, weil das, glaube ich, ist einfach auch super wichtig so für das ganze Mentale, für die Einstellung. Und was man auch einfach wirklich nie verlieren darf, ist einfach der Spaß. Ne? Also bei allem Ehrgeiz und aller Wetteiferei, der Spaß sollte dabei nicht verloren gehen, sei das jetzt beim Training, beim Wettkampf oder sonst was. Und klar, wir sind alle erfolgsgeil, sonst würden wir das nicht machen. Und ein bisschen Knicks im Kopf. Sonst würden wir uns dann nicht tagtäglich auf der Matte quälen. Aber auch wenn mal so eine Durststrecke kommt, man darf sich einfach nicht entmutigen lassen. Und dann muss man sich eher so einfach kleine Ziele setzen im Training und auch dann vielleicht auch mal sagen, ey, okay, jetzt mache ich morgen früh mal nicht den Lauf, sondern gehe halt mal mit, weiß ich nicht, dir frühstücken oder so, um sich da auch einfach so kleine Freuden wieder reinzuholen. Das finde ich super wichtig. Ja, das stimmt tatsächlich, dass man, eigentlich guter Tipp, also vor allem mit den kleinen Zielen, das merke ich gerade bei mir auch selber, auch gerade nach der Verletzung, man will wiederkommen und man denkt so, ey, ist alles wie vorher, ist doch egal, ob ich jetzt hier 8-9 Monate draußen war oder nicht, ich habe doch nichts verlernt. Ey, man hat richtig was verlernt, es ist so krank. Ja. Und diese kleinen Ziele sind so wichtig. Oh, ja, das hatte ich ja auch bei meiner zweiten Schulter-OP, bei der zweiten Schulter-Reha. Man muss sich kleine Ziele setzen. Für mich war es irgendwann ein Ziel, dass ich mir ein Glas aus dem obersten Regal rausholen konnte. Ja. Kann Luigi ein Lied von singen. Aber das hatte ich an der Schulter rum, ja. Ja, vielleicht da jetzt auch der Hinblick zum Jahreswechsel 22, 23 hast du ja dann auch dein Karriereende bekannt gegeben. Und ich muss persönlich sagen, so für mich, weil ihr drei, sag ich mal, also du, Martina Treidus und auch Luisa Malzahn, das waren so, mit denen bin ich quasi aufgewachsen, das zu sehen, das war immer die Bank in Deutschland. Wie beurteilst du so jetzt deinen Rücktritt? Und vor allem auch war ich, also geschockt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich hätte mir bei dir
echt noch sehr, sehr gut vorstellen können, dass du noch so eine dritte Olympiateilnahme machst. Was hat dann da wirklich diesen Ausschluss gegeben, wo du sagst, nee, jetzt ist vorbei mit Leistungssport? Das war bei mir, erst war es eine Bauchentscheidung und dann war es ein Prozess. Also nachdem wir die Medaille in der Hand hatten in Tokio, war bei mir innerlich so, okay, das war's. Ist mir egal, ich höre auf. Krass. Okay. Und dann war, das war so dieser erste Impuls, den ich da so hatte, weil ich einfach das erreicht hatte, was ich immer erreichen wollte. Mehr gab's für mich nicht. Klar, ich hätte mir gewünscht, dass es für eine Einzelmedaille reicht, aber keine Ahnung, das Schicksal, der liebe Gott, Buddha, keine Ahnung, wer auch, woran auch immer glaubt, hatte irgendeinen anderen Plan mit mir und das sollte im Einzel einfach nicht sein. Umso glücklicher und auch emotionaler war es einfach, diese Teammedaille zu gewinnen. Und dann, als ich nach Hause gekommen bin, sind wir ja dann in Urlaub geflogen. Ich hatte ja dann noch, da kam Gio noch vorbei, nach der Medaille mit dem Reisebüro noch telefoniert und habe dann gesagt, scheiß drauf, ist mir jetzt egal, ich buche die Flüge um. Und wir sind ja dann auch Business Class geflogen, weil mir das dann in dem Moment scheißegal war. Und ich mich auch einfach mal für das belohnen wollte, was ich die letzten Jahre da einfach geleistet habe. Zu Recht. Und dann waren wir im Urlaub und ich habe einfach mal ausgespannt und dann war schon irgendwann nochmal so, naja, eigentlich hast du schon noch Bock. Dann habe ich ja gesagt, okay, ich nehme jetzt ein bisschen eine Auszeit, dann habe ich ja aber die Team-Europameisterschaft noch mitgekämpft und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen raus, ich mache mehr Athletik, ich gucke mal, was mein Körper dann sagt. Weil ja, ich hätte das altersmäßig schon noch locker schaffen können mit Paris. Ich werde jetzt 32 dieses Jahr, also es ist für ein Schwergewichter eigentlich noch kein Alter, aber ich habe ja leider Gottes schon die ein oder andere Verletzung gehabt mit 2 Schulter-OPs, einem kaputten Fuß und so, also ich bin ja nicht ganz unbeschadet aus dieser Sache rausgekommen und dann habe ich mir halt einfach die Zeit gegeben, da auch einfach körperlich, aber vor allen Dingen auch mental so ein bisschen zu heilen, weil mich dieses, ne, was ich ja schon gesagt habe, Corona ja einfach in so ein Loch gerissen hat. Da auch einfach wieder gestärkt rauszukommen. Und währenddessen habe ich für mich selber gemerkt, dass ich diesen Ehrgeiz nicht mehr habe. Mir hat beim Training irgendwann gefehlt, so mich zu quälen, diesen Extrameter zu gehen. Ich habe dann auch immer öfter gemerkt, boah, heute hast du jetzt eigentlich keine Lust, noch eine zweite Einheit zu machen. Und war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich für mich selbst dann auch entscheiden musste, okay, was mache ich, was will ich? Und der Prozess hat schon echt lange gedauert. Ich war dann auch an dem einen Tag voll überzeugt, ich höre auf. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und war so, okay, ich mach noch mal Paris. Also das war wirklich lange so ein Hin und Her. Und ich habe auch viel mit meiner Familie gesprochen, viel mit meiner Frau gesprochen und auch gesagt, hey, was mache ich jetzt? Und sie hat auch gesagt, egal wie ich mich entscheide, sie unterstützt mich in der Entscheidung, ob ich jetzt aufhöre und zu Hause bin oder ob ich sage, okay, ich versuch's nochmal mit Paris. Die hätte mich da unterstützt. Natürlich wären das jetzt nochmal 3 harte Jahre geworden. Ja. Aber sie hat mich nicht anders kennengelernt. Also es wäre jetzt nichts Neues gewesen. Aber schlussendlich hat dann einfach so alles irgendwie Sinn ergeben für mich zu sagen, okay, es war eine geile Zeit. Ich habe eine olympische Medaille gewonnen. Das nimmt mir niemand mehr weg. Die habe ich für die Ewigkeit. Und irgendwann hat auch dieser Spruch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, für mich Sinn ergeben, weil ich dann wirklich gemerkt habe, okay, was will ich noch mehr? Also das war irgendwann der Punkt für mich, wo ich gemerkt habe, okay, mein Körper kann einfach nicht mehr. Ich hätte mich nochmal an der Schulter operieren lassen müssen, um das irgendwie durchzustehen. Das wollte ich nicht. Ich komme so im Alltag super mit der Schulter klar, aber für den Leistungssport hätte ich mich dann noch ein drittes Mal operieren lassen müssen. Wo ich auch gesagt habe, weiß ich nicht, ob es das wert ist. Mir hat einfach dieser Biss gefehlt und das Feuer hat nicht mehr so gebrannt wie früher. Und dann habe ich für mich dann über auch Wochen dann immer mal wieder so zu mir selber auch gesagt, okay, es war eine geile Zeit, ich höre auf. Und irgendwann habe ich es dann laut ausgesprochen und habe es dann auch meiner Frau und meiner Familie gesagt. Und dann habe ich mich dann zum Jahresende auch dazu entschieden, okay, das war's jetzt wirklich und ich höre auf. Ja, ich weiß noch ganz genau, als ich dann zu Lüch gegangen bin, der hat jetzt gepostet, der hört auf. Der hat auch gepostet, der hört auf. Und jetzt noch wer und noch wer.
Und wir alle im gleichen Tag haben wir auch gepostet, dass Gius Randori rauskommt und wir so, hoffentlich denken die jetzt nicht, ich höre jetzt auch auf. Weil einfach so viele gekommen sind, ich so, nein, nein. Aber ja, ich meine, wenn man diese Leidenschaft nicht mehr da ist, dann, was wir auch vorhin gesagt haben, also was so Sportler mit auf den Weg gibt, wenn diese Leidenschaft nicht mehr da ist und dieses Quälen, dann bringt dir das nichts. Nein, also wie gesagt, ich habe so schon so den ein oder anderen Moment, wo ich das einfach vermisse, auch so mit euch unterwegs zu sein. Das fehlt mir schon. So, ich würde auch super gerne mit nach Japan fliegen, weil ich in Japan einfach gerne trainiert habe, weil das immer geil war. So, da juckt es mich dann schon nochmal in den Fingern. Aber so im zweiten Schritt drüber nachdenken, sträubt sich alles in mir, weil ich weiß, was ich dafür wieder an Entbehrungen leisten müsste, wie sehr mir mein Körper wieder wehtut, was ich auch einfach an Energie da wieder reinbringen müsste. Und dieses Feuer, das ist bei mir jetzt nur noch mini klein, es ist nur noch so eine kleine Flamme, die da lodert, aber kein Riesenfeuer mehr. Und da weiß ich auch, okay, das, also brauche ich auch nicht irgendwie versuchen, weil entweder mache ich es ganz oder gar nicht. Irgendwas Halbes bringt weder mir irgendwas noch irgendwem anders. Ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Das stimmt. Aber super und danke, dass du da vor allem auch so ja, dein Seelenleben hier teilst für alle. Ich glaube, das bringt echt viel und ja, danke, dass du da so offen und transparent bist. So. Ja, also das war für mich auch ein Prozess, dass Gio hat es ja hautnah miterlebt. An dem einen Tag ging es mir richtig beschissen, dann war wieder alles super toll. Also das ist, glaube ich, eine Phase, die viele Athleten erlebt haben, wo aber viele Athleten auch nicht drüber sprechen wollen. Mir fiel es am Anfang auch super schwer. Ich habe da auch lange für gebraucht, aber ich finde es einfach wichtig, gerade auch jungen Athleten zu zeigen, ey, es ist nicht schlimm, wenn es euch so geht oder wenn es euch mal schlecht geht. Es gibt überall Hilfe, die angeboten wird, die man auch nutzen sollte. Das ist auch nichts, wo man sich für verstecken müsste. Und ja, ganz wichtig. Ja, und ich glaube auch, wenn einfach gestandene Athleten dazu stehen und auch einfach offen damit umgehen und zeigen, hey, mir geht's genauso wie euch, ebnet das, glaube ich, einfach den Weg, auch für junge Athleten diese Hilfe auch offen anzunehmen. Also Martina ist da ja auch gerade auf dem besten Weg, das einfach auch zu unterstützen, diese mentale Gesundheit. Und das ist einfach super wichtig. Und das war mir auch irgendwann wichtig, wo ich dann auch selber mit mir klarkam und gesagt habe, okay, ich kann damit jetzt auch offen umgehen. Dann auch zu sagen, okay, ich kommuniziere das auch nach außen. Ja, und ich glaube auch, gerade wie du halt sagst, in der heutigen Zeit, wo man so viel Reichweite damit generieren kann, ist es halt echt super wichtig und hilft halt auch vielen anderen jungen Athletinnen. Und auch bei einer Podcast-Folge neulich hat mir dann auch ein Vater noch geschrieben gehabt und meinte so, ey, es ist auch cool, wenn ihr mal andere Sachen zeigt und auch die schlechten Ereignisse, wenn jetzt ein Wettkampf nicht gut gelaufen ist, weil die jüngere Generation davon einfach profitieren kann und weiß so, ey, ja, denen geht's auch schlecht damit, es gibt auch schlechte Einblicke und die müssen damit auch klarkommen. Und wenn wir jedem damit helfen können, freuen wir uns natürlich auch umso mehr darüber. Ja, das ist super wichtig. Ja, du hast ja gesagt, dass du immer so ein bisschen gehadert hast mit deinem Karriereende, ob du es beendest oder nicht. 2022 hast du dann nochmal die deutsche Meisterschaft gekämpft und bist deutsche Meisterin geworden. Warum hast du diesen Wettkampf für dich nochmal bestritten? Das war auch so ein bisschen in diesem Prozess, höre ich jetzt auf, mache ich weiter? Und dann war mir irgendwie auch wichtig, nochmal mit meinem Heimtrainer, der ja so international nicht wirklich dabei sein konnte, nochmal einen Wettkampf zu machen, weil er hat mich ja auch die letzten ja fast 20 Jahre jetzt begleitet. Wow. Und war da an meiner Seite und durch alle Höhen und Tiefen, alle Erfolge mit mir gefeiert, aber war halt auch genauso da, wenn es mal nicht lief. Und die Deutsche war irgendwie immer so unser Turnier, was wir gemeinsam bestritten haben, was immer viel Spaß gemacht hat. Und dadurch, dass die Deutsche ja dann noch mal ein bisschen nach hinten verschoben wurde, hat es mir dann noch mal ein bisschen Zeit gegeben, doch noch mal ein bisschen Judo zu machen, weil so ganz ohne Judo sollte man so einen Wettkampf nicht machen. Auch wenn es für mich in Anführungszeichen nur eine deutsche Meisterschaft ist oder war, wollte ich natürlich trotzdem fit sein. Die Konkurrenz im Schwergewicht ist sehr überschaubar gewesen. Aber es war mir einfach wichtig, mit ihm dann auch nochmal so einen Abschluss zu finden. Und das war super schön. Ich habe
quasi meine drei Hauptsachen, ne? Einmal mein Bodenumdreher, einmal Sasai und einmal Harai geworfen. Ja, der Sasai, den. Das war für mich dann auch irgendwie nochmal cool, das so einfach noch einmal abzuspulen, meine drei Dinger, mit denen ich, ich glaube, 80% meiner Wettkämpfe gewonnen habe. So, und dann mit ihm das an der Matte auch einfach nochmal zu teilen, war für mich, glaube ich, dann auch nochmal so ein Moment, wo ich gemerkt habe, hey, das ist irgendwie so, das passt gerade alles und das war jetzt auch nochmal ein guter Abschluss. Ja, der Sasai, den kenne ich. Kennst du, ne? Den kenne ich. Den bin ich auch schon ein paar Mal abgegangen. Ja, aber das kann ich auch verstehen. Das ist halt einfach nochmal so ein, auch gerade nach der Medaille von den Olympischen Spielen, die wir im Team erkämpft haben, ist es halt einfach ein geiler Abschluss irgendwie. Ja, hat dann irgendwie so alles auch zusammengepasst und es war einfach nochmal ein schöner Wettkampf und mein Heimtrainer war mit an der Matte. Es war einfach nochmal ein Erfolg, den wir gemeinsam auch genießen konnten. Ja. Ja, geil. Ja, echt schön, dass du da auch an ihn gedacht hast. Das ist ja quasi wie aus dem Bilderbuch. Also wenn du deine Memoiren dann mal zusammenschreiben möchtest, ich glaube, das wäre ein schönes Ende deiner aktiven Karriere. Ja. Und da vielleicht nochmal drauf einzugehen, ich hatte es jetzt vorhin schon einmal kurz angesprochen und ich spreche jetzt wirklich aus Judo-Fansicht, sage ich mal. Dass, wie gesagt, du, Martina und Luise, dass dann, wie gesagt, alle zusammen da den Schlussstrich gemacht hat. Also da ist wirklich, ich glaube, für Judo Deutschland echt ein extrem großer Teil weggebrochen. Und ich glaube, da müssen auch einige erstmal nachkommen und da auch sich beweisen ein Stück weit, das auch zu füllen. Aber was verbindest du mit vor allem mit den beiden? Weil, wie gesagt, ihr habt viele Turniere gemeinsam gemacht, die Olympischen Spiele gemeinsam das erste Mal gehabt und so. Nimm uns da vielleicht mal mit, was du für Gefühle hast und vielleicht auch lustige Geschichten, eine lustige Geschichte, die du mit denen... Ja, ich glaube, da können wir noch drei Podcast-Folgen zu aufnehmen, wenn ich anfange, lustige Geschichten zu teilen über die letzten 10 Jahre oder 12 mit Luise und Martina. Martina und Louis, wir haben, glaube ich, fast jede Maßnahme zusammen gemacht. Ich habe mit Martina 2008 das erste Mal einen großen internationalen Wettkampf zusammen gemacht. Das war die U20-Europameisterschaft in Warschau. Da haben wir das erste Mal zusammen eine große Meisterschaft gekämpft. Und ja, seitdem sind wir eigentlich zusammen unterwegs. Sei das Trainingslager in Japan, Wettkämpfe, irgendwelche Trainingslager. Also wir haben da viel gemeinsam erlebt. Martina ist auch über die letzten Jahre eine sehr enge und gute Freundin von mir geworden. Die ist auch Trauzeugin bei meiner Hochzeit gewesen. Also wir sind da sehr eng zusammengewachsen. Wie gesagt, lustige Geschichten könnte ich, glaube ich, die nächsten 3 Tage erzählen. Gio hat ja auch viele miterlebt über die letzten paar Jahre. Ja. Auch so, aber eine Story ist immer, wenn ich mit Martina irgendwo hingeflogen bin, es war grundsätzlich so, ich habe da auch eine ganze Fotoserie dazu, dass Martina, wenn wir am Flughafen waren, wir haben uns angestellt, Martina ist aus der Schlange rausgetreten, hat den Koffer aufgemacht und hat am Flughafen nochmal angefangen, ihr Gepäck umzupacken. Das war grundsätzlich so. Bei jedem Flug, egal wo wir hingeflogen sind, ob das für 3 Tage oder 3 Wochen war, es war immer so. Ich habe auch jedes Mal ein Foto davon gemacht und das sind einfach solche Kleinigkeiten auch, die mir in Erinnerung bleiben und die diese Zeit auch einfach super schön gemacht haben oder ne, dann irgendwann nachts dann gemeinsam da zum Tokyota Fischmarkt zu fahren, weil man das sich unbedingt mal angucken will oder solche Dinge. Also wir haben viel erlebt, wirklich viel. Auch mal zu Martina immer. Martina, hier geht's lang. Martina, wir sind hier. Ja. Ey, krass. Ja, aber das ist halt, ja, es ist halt cool, was man, die ganzen Geschichten, vielleicht kann man da mal so eine ganz große Folge machen mit euch dreien zusammen. Ja, so eine Special-Folge. Geschichten aus der Nationalmannschaft. Nicht aus dem Paulanergarten. Nee. Ey, so, du hast ja, wir haben jetzt ganz, ganz viel über deine aktive Karriere gesprochen. Du bist ja jetzt auch als Trainerin beim ersten JC Mönchengladbach aktiv
Und ist das für dich eine längerfristige Aufgabe? Und war das für dich schon immer ein Ziel nach der aktiven Karriere oder ist es eher spontan dazu gekommen? Naja, also ich hatte jetzt nicht unbedingt gedacht, eine Trainerstelle anzunehmen, aber Erik Görz, der Präsident von Gladbach, und Jan Dörband, der Vizepräsident, der mein anderer Trauzeuge bei meiner Hochzeit war, und ja, seine Frau ist die Trauzeugin meiner Frau gewesen, also wir sind da alle irgendwie sehr eng verbunden, hatten dann halt mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die brauchen wen, und die hatten an mich gedacht, und dann habe ich aber auch erst mal gesagt, ja, mal gucken, da kamen dann aber immer wieder Nachfragen, und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mal gucken, ich gucke mir mal die Trainingsgruppe an, ich gucke mal, ob das passt, so, und ich mache das jetzt auch fast ein Jahr schon, und mir macht es super viel Spaß. Das hätte ich absolut nicht erwartet. Aber erstmal habe ich halt auch gesagt, schaffe ich eine Stelle nur, in Anführungszeichen nur im Verein, weil mir eben wichtig ist, erstmal meine Berufsausbildung jetzt fertig zu machen, ja, die ich ja dann jetzt auch dann mit 30 nochmal angefangen habe, weil das schon auch der Job ist, in dem ich dann noch gerne arbeiten würde. Und ja, mal gucken, was sich da entwickelt, ob das dann eine größere Rolle in meinem Leben irgendwann noch einnimmt. Aber die Vereinstrainerstelle, die behalte ich auf jeden Fall. Und wir sind jetzt ja auch in der Bundesliga vertreten mit den Frauen. Also echt? Wir haben da letztes Jahr den Aufstieg auch geschafft, stellen jetzt eine Bundesligamannschaft. Dann schauen wir mal, wo die Reise so hingeht. Ja, aber es macht mir, wie gesagt, auf jeden Fall super viel Spaß. Mal gucken, also der Stelle bleibe ich auf jeden Fall erstmal noch treu. Ist ja auch cool. Also ich muss ehrlich gestehen, jetzt könnte ich mir das auch, wenn mich wer fragen würde, gar nicht vorstellen, als Trainerin zu arbeiten. Luigi ist ja bei uns auch im Verein als Trainer und aktiv für die Kleinen oder für die Jüngeren, aber ich könnte es mir so gerade, ich könnte es mir gerade gar nicht vorstellen. Also ich glaube, bei mir wäre das. Wir sprechen uns in 10 Jahren nochmal, Gio. Wenn ich meine Hochzeit plane. Ja. Ich stehe dir mit Rat und Tat zur Seite. Ich habe das ja schon mal durchgemacht. Nee, aber ich, ich nehme dich beim Wort. Kein Problem. Ja, aber ich finde es wirklich cool, dass wenn man eben wirklich so jahrelange Erfahrung hatte, dass man dann auch irgendwie in gewisser Art und Weise die nächste Generation auch weiter inspiriert. Also jetzt sei es durch diesen Podcast oder sei es durch Trainingsmaßnahmen, die man ab und zu sonst mal macht, oder dass man beim Training wieder vorbeischaut, oder wie du jetzt, dass du den diesen Trainerjob annimmst, weil ich glaube, wenn man dann eben dich als Trainerin hat, dann denkt man auch gleich, wow, da hat man dann gleich auch, wo man eben hochschauen kann. Das hatten Giovanna und ich heute erst, als wir über Usbekistan und Ilias Iliades da als Trainer gesprochen haben. Ja. Ist, glaube ich, echt cool, dass du da das auch angenommen hast und den Job da auch ausfüllst. Vielleicht nochmal so ein bisschen rückblickend, vor allem auch wieder auf dieses Tipps geben der nächsten Generation, und zwar welche Tipps würdest du so den Leuten, die in offenen Gewichtsklassen kämpfen, so mitgeben, vor allem was sind so die großen Unterschiede oder wenn es überhaupt Unterschiede gibt aus deiner Sicht im Vergleich zu den geschlossenen Gewichtsklassen und den offenen Gewichtsklassen? Ja, also im Schwergewicht ist natürlich erstmal, es kann hier durchaus passieren, dass so 30, 40 Kilo Gewichtsunterschied zwischen den Athleten herrschen. Also es ist die Bandbreite der Athleten, die da einfach herrscht. Also ich habe gegen Athleten gekämpft, die hatten 95 Kilo, also die leichter waren als ich. Ich hatte aber genauso auch das Gegenteil und Athleten, die so bei knackigen 160 Kilo waren. Asahina? Oder? Asahina? Ja, oder Kinscherska. Also das echt? Sind... das sind so Spannweiten, die sich ja in den geschlossenen Gewichtsklassen keiner vorstellen kann, weil da variiert das Gewicht vielleicht nach der Nachwaage, nach der offiziellen vielleicht um 3 Kilo. Aber es bewegt sich ja alles noch in dem Rahmen der Gewichtsklasse, und das existiert halt in der im Schwergewicht nicht, in der offenen Klasse. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Also da liegt, glaube ich, mit der größte Unterschied einfach in der Gewichtsklasse. Und ich glaube, ich habe da für mich einfach ein ganz gutes Mittelmaß gefunden.
trotz dessen, dass ich jetzt auch keine 80 Kilo wiege und auch nie gewogen habe und wahrscheinlich auch niemals wiegen werde, aber trotzdem irgendwo ein gutes Gleichgewicht zwischen meinem Gewicht, was ich hatte. Ich habe schon ja auch darauf geachtet, was ich gegessen habe, wie viel ich gegessen habe, auch mein Eiweißbedarf nach Krafteinheiten und so. Aber trotzdem da eben fit genug zu sein, schnell genug zu sein und vor allen Dingen auch genug Kraft und Kraftausdauer zu besitzen, um da auch gut mithalten zu können. Ja, ist auch immer viel mit Uwe gesprochen, ne? Genau. Unserem Ernährungsberater. Mit unserem Ernährungsguru. Genau, haben wir auch schon mal überlegt, ob wir da nicht auch mal drüber nachdenken, den einzuladen. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, dann darfst du aber nicht anfangen, über biologische Prozesse im Körper zu reden. Ich hör nicht mehr auf. Nein, aber das ist super wichtig. Also ich glaube, das sollten auch einfach viele junge Schwergewichtler auch einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Schwergewicht heißt nicht, dass der Athlet schwer sein muss. Also gewisses Gewicht im Schwergewicht braucht man natürlich, aber keine 150 Kilo tote Masse. Also es ist trotzdem super wichtig, sich vernünftig zu ernähren, weil der Körper braucht vernünftige Nahrung, also in Anführungszeichen vernünftigen Sprit, weil in Diesel kann ich auch keinen Super tanken und erwarten, dass dieses Auto einwandfrei läuft. Ja. So, und genauso verhält sich das ja auch bei unseren Körpern. Also das ist trotzdem super wichtig, sich da vernünftig zu ernähren und ein gesundes, wirklich gesundes Mittelmaß zwischen dem Gewicht, was man fürs Schwergewicht braucht, zu finden, aber trotzdem gesund zu sein und genug Kraft und genug Ausdauer zu haben und vor allen Dingen gesunde Gelenke. Weil es gibt auch ein Leben nach dem Leistungssport. Ja, und auch gerade nochmal in Bezug auf dir, auch gerade mit den Verletzungen, die man hat, auch mit den OPs, das ist ja auch immer nochmal, was den Körper irgendwie rauszieht. Und wenn man dann auch gerade dann gesund und bewusst ist, dann ist es ja auch nochmal einfacher für den Körper, sich zu erholen und vor allem auch zu regenerieren. Ja, auf jeden Fall. Zum Thema, ja, wie gesagt, Spitzensport bzw. Leistungssport. Also viele Leute sehen das auch immer sehr negativ konnotiert, weil wir ja viel Training haben, wir sind viel unterwegs, was wir alles vorhin schon so angesprochen hatten. Was würdest du aber persönlich sagen, hat dir Judo bzw. ja, der Sport oder Judo, was hat es dir gegeben, auch vielleicht für die Zukunft betrachtet? Also ich bin unglaublich dankbar für die ganze Zeit, die ich erleben durfte, weil es ist nicht selbstverständlich, so einen Weg gehen zu können und zu dürfen. Das bedarf ja auch einfach viel Unterstützung aus der Familie. Hätte mein Papa mich als Kind nicht zu jedem Wettkampf an jedem Wochenende gefahren, hätte das ja auch nicht funktioniert. Aber ich bin einfach unglaublich dankbar für die Zeit, die ich erleben durfte, die Menschen, die ich kennengelernt habe, weil in einem normalen Leben hätten wir uns nie kennengelernt, zum Beispiel, Gio. Also wir hätten keine Überschneidung gehabt und er hätten auch nicht so viele lustige Momente zusammen erlebt. Da hätten schon sehr viele Zufälle passieren müssen, dass wir uns begegnen werden. Ja, so ist das. Ich habe zum Beispiel auch meine Frau durchs Judo kennengelernt und so. Das sind einfach so Dinge, für die ich unglaublich dankbar bin, auch für die Reisen, die wir unternommen haben. Wir haben Teile der Erde gesehen, ja, nicht immer super viel und die besten Sehenswürdigkeiten. Aber wir sind da in Länder gereist. Ich glaube, in die würde man als Normalsterblicher, in Anführungszeichen, nicht auf die Idee kommen, hinzureisen. Und nee. Das sind auch einfach Dinge, die ich mir jetzt auch zum Ende oder jetzt auch nach Ende meiner Karriere immer mal wieder vor Augen führe, wo mich der Sport überall hingeführt hat. Und ich glaube, was am wichtigsten für mich einfach auch in meiner persönlichen Entwicklung war, der Sport hat mich so extrem geformt, mir so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gegeben und mich auch einfach zu der Person gemacht, die ich heute bin. Mit allen Höhen und Tiefen und Rückschlägen, Erfolgen, die ich feiern konnte. Das sind Dinge, die ich im normalen Alltagsleben, wäre ich jetzt in einer Firma angestellt oder würde in der Bank sitzen, das hätte ich niemals erlebt. Und das sind einfach Dinge, Das finde ich super schwierig zu beschreiben, weil das einfach so eine unglaubliche Lebenserfahrung ist, die man so, glaube ich, nie wieder hat. Wird man, glaube ich, echt so nie wieder haben, auf keinen Fall. Ja. Und das, also auch für all die Menschen, die ich auf dem Weg
kennen und auch schätzen gelernt habe. Also das ist der Wahnsinn, ne? Also meine Nichte malt Bilder für dich und nimmt der Gegnerin ja noch einen Punkt weg auf dem Bild. So, das wäre so, wär so eine Konstellation gewesen ohne den Sport, den wir beide uns irgendwann mal als kleine Kinder ausgesucht haben. Hätten wir die Freundschaft nie gefunden. Ja. Und dafür bin ich einfach super dankbar, dass ich sowas durch den Sport erleben durfte. Ja, das stimmt. Sehr schön gesagt. Ja. Auf jeden Fall. Nee, und wir kommen auch tatsächlich schon so langsam zum Ende. Noch ein bisschen paar Fragen zum Abschluss deiner Karriere, die jetzt noch kommen. Und dann wird Joanna nochmal dich mit ganz kurzen, schnellen Fragen noch ein bisschen kurz löchern. Dann hast du es aber auch schon geschafft, Jasmin. Aber an der Stelle möchte ich einfach mich jetzt schon mal bedanken, also für die Zeit, die du gegeben hast, für die Einblicke, also super, super wertvoll. Und für mich, ich meine, ich bin jetzt weit weg vom Leistungssport, aber wenn ich das höre, da kriege ich dann auch gleich so, wo ich eben loslegen will und hier gleich meine Bude auseinandernehmen will. Aber wirklich arme Julia. Vielen Dank. Ist gerade nicht da. aber vielen Dank dafür die ganzen Einblicke und die Motivation, die du, glaube ich, jedem, der jetzt zuhörst, ich glaube, das können andere mitteilen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich würde auch im Anschluss, also wenn ihr reinschaut und auch mehr zu Jasmin ja noch vielleicht auch auf einer privaten Art und Weise sehen wollt, ich würde dein Instagram auch verlinken, wenn das für dich passt. Klar, immer gerne. Also, genau, schaut da gerne rein, lasst ihr ein Abo da. Ja, also super starke Frau, super starken Mindset. Und wenn ihr den Weg auch danach noch verfolgen wollt, bleibt da auf jeden Fall dran. Und natürlich auch gerne diesen Podcast hier liken, teilen, was hören, schauen, was auch immer ihr damit machen wollt. Und teilt es weiter in euren Vereinen. Und ja, also würde uns auf jeden Fall freuen. Und lasst es auch gerne wissen, vielleicht nochmal eine zweite Folge mit Jasmin, vielleicht in einem Jahr, wie es dann bei der Bundesliga gelaufen ist oder so. Ja, lasst uns das gerne wissen. Und ich würde jetzt noch als vorletzte Frage von dir gerne wissen, jetzt rückblickend auf deine Karriere, gibt es da irgendwas, was du anders machen würdest? Und jetzt nicht wieder so eine Standardantwort, so, ja, es ist so gekommen, wie ich wollte und das ist alles ja so, so schön. Aber was würdest du sagen, würdest du anders machen oder bist du wirklich so, dass du sagst, so, das war alles so richtig, wie es sein soll? Also es gibt tatsächlich so die ein oder andere Sache, die ich durchaus anders gemacht hätte, als es gelaufen ist. Also zum einen muss ich wirklich sagen, hätte ich für mich selbst als junger Athlet einfach schon mehr einstehen müssen. Natürlich ist es immer so ein bisschen der Machtkampf auch zwischen Trainer und Athlet, das ist ganz normal. Aber auch einfach mal für mich mehr einstehen und zu sagen, okay, ey, nee, ich komme jetzt morgen nicht, weil mir geht's wirklich schlecht und ich brauche jetzt mal die Pause und nicht, ja, du kannst ja dann irgendwie aufs Fahrrad gehen. Also so diese Kompromisse, waren an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch angebracht. Aber ich glaube, das wäre so eine Sache, die ich einfach auch ändern würde und sage, dass ich da hätte mehr einstehen müssen für mich selbst und vor allen Dingen auch in Bezug auf meine Verletzungen hätte ich einfach auch noch viel, viel mehr auf mich, meinen Körper und vor allen Dingen aber auch auf Arzt beziehungsweise Physiotherapeut hören müssen, die auch einfach sagen, hey, halblang, dann sind wir schneller wieder auf der Matte, aber der Ehrgeiz packt einen dann doch, gerade als junger Athlet, dann viel zu schnell. Da könnte ich mir manchmal für noch in den Hintern treten, weil ich glaube auch, und das hat meine Physio mir auch schon so ein bisschen bestätigt, dass meine Schulter jetzt eigentlich tatsächlich nur, in Anführungszeichen, nur so schlecht ist, weil ich damals halt ein bisschen zu früh wieder angefangen habe bei beiden OPs. Und natürlich ist das so eine Folgeschädigung, an die man damals nicht gedacht hat, die ich vielleicht hätte vermeiden können, vielleicht auch nicht. Wer weiß, vielleicht wäre ich nochmal doof auf die Schulter gefallen und hätte doch nochmal während meiner Karriere eine dritte OP gebraucht. So vielleicht 2, 3, 4, 5% von dem, was ich an Schädigung habe, hätte ich mir vielleicht ersparen können. Hätte ich schon anders machen sollen. Also für alle, die zuhören, wenn ich irgendwann mal dann als Physiotherapeutin mitkomme beim Mudo, ja, auf mich wird gehört. Sonst gibt's aber richtig Ärger, ey, ich kann es euch sagen. Nein, also das hätte ich wirklich anders machen sollen. Da
muss ich wirklich sagen, da hätte ich einfach mal den Ehrgeiz hinten anstellen müssen bei Verletzungen. Kann man aber nicht. Das ist das Schlimme. Aber das rückblickend wäre es besser gewesen. Ja. Good point. Das stimmt wirklich. Aber jetzt noch abschließend, worauf bist du besonders stolz? Ja, klar, jetzt kommt so die Standardantwort, auf jeden Fall auf diese Olympiamedaille, weil das natürlich das ist, wovon jeder träumt. Aber ich muss einfach sagen, dass ich auf dieses gesamte, auf meine gesamte Karriere einfach super stolz bin, egal, ob da jetzt eine Olympiamedaille rausgekommen wäre oder nicht, weil das einfach ein Weg ist, der mir so viel gegeben hat und mit allen Höhen und Tiefen und das war eine geile Zeit in meinem Leben und da bin ich einfach super stolz drauf, dass das so gelaufen ist. Ja, das kann es doch echt sein. Lilo ist da. Okay, dann machen wir jetzt ganz, ganz schnell. Wir kommen jetzt zur schnellen Fragerunde. Es sind nicht nur Fragen, aber ich bin gespannt. Ja, ich bin auch schon bei einer Sache, bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie du da antworten wirst. Und wir wissen beide, was gemeint ist. Ich auch, ja. Also, bist du ready? Ich bin ready. Alles klar, also Stand oder Boden? Hä, Stand oder Boden? Stand oder Boden? Ach, Stand oder Boden. Auf jeden Fall Stand. Blauer oder weißer Judo-Anzug? Weiß. Techniktraining oder Randori? Randori. Ippon durch Wurf oder Submission? Wurf. Sommer oder Winter? Sommer. Sehr wichtig. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Nein. Ja! Ich nehme eure Reaktion, dass ich die richtige Antwort gegeben habe. Ja. Ey, ich küsse dein Herz, Jasmin. Maschallah, ich küsse dein Herz. Ey, wirklich, so viele haben schon mit Ananas gesagt und wir sind schon fast durchgedreht. Nein. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes. Ich halte die Fahne nach oben. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes unsere Erlösung. Wir hoffen, der Ton war nicht zu laut jetzt, Leute, zur Zeit. Gesellschaftsspiele oder Kartenspiele? Puh. Oh ja, das ist bei dir eine schwierige Frage. Ja. Kartenspiel. Okay. Filme oder Serien? Serie. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Gedanken lesen. Ja, auch nicht schlecht. Dann, ich heiße Jasmin Grabowski und ich bin? Super cool. Nice. Du hast recht. Ey, das war die beste Fragenhagel bis jetzt. Ja, Jasmin, super. Ich will auch gerade sagen, danke auf jeden Fall, dass du das hier mit uns gewagt hast. Wir hoffen, du hattest auch ein bisschen Spaß dabei. Wir hatten das auf jeden Fall, oder ich kann zumindest für mich sprechen. Ich würde auch gerne Gedanken lesen können, aber das sehe ich jetzt einfach mal zustimmend von Luigi. Und ja, ich hoffe mich auch schon, wenn du als Physiotherapeutin vielleicht in Zukunft unterwegs bist, weil du auch so ein gutes Händchen zu Claudio hast. Ja, mir hat es auf jeden Fall auch super viel Spaß gemacht, heute dabei zu sein. Ja, und wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann Teil 2. Ja, also von unserer Seite aus gerne. Genau. Ja, also wie gesagt, wenn ihr das wollt, schreibt es uns per Instagram in die Kommentare bei YouTube oder wo auch immer ihr das guckt. Lasst uns das auch gerne zukommen. Und ja, Jasmin hat ja jetzt schon das Abschlusswort so ein bisschen gegeben. Joanna, möchtest du ja vielleicht auch nochmal abschließende Worte geben? Ich kann, wie gesagt, ich habe es schon vorhin gesagt gehabt, also echt vielen, vielen Dank. Und für mich wirklich, ja, also wieder einer von diesen deutschen Judo-Stars, die jetzt ja leider in den Ruhestand gegangen sind, aktiv, aber super schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, Joanna, gerne nochmal den Abschluss. Genau, also wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal. Und ja, bald komme ich euch bestimmt besuchen. Da muss ich auch mit mir ein bisschen zusammenmalen. Ja, auf jeden Fall. Mein Beach Girl. Ja. Super, okay, und dann würde ich sagen, in dem Sinne nochmal wirklich vielen Dank und allen, die zugehört habt, schön, dass ihr bis zum Ende hin dabei wart und in dem Sinne bis zur nächsten Folge. Bis dann, Leute, ciao.